Eines Sonntags begann ich, ein Detail dieses Bildes zu kopieren. Wissen Sie, mir gefallen Fische. Und deshalb entschied ich mich für diesen Rochen, den man hier auf dem mittleren Bild sieht. Sehen Sie den Rochen, der auf der Grille sitzt? Auf der Grille? Fragte ich. Was erzählen Sie mir da? So nennt man die rumpflosen Gestalten, die Bosch malte, sagte der Kopist. Das ist ein Name aus der Antike, der von den modernen Kritikern wie Baldrujaitis wieder entdeckt worden ist. Aber eigentlich stammt er aus der Antike. Antiphilos hat ihn geprägt, denn er malte derartige Gestalten, so rumpflose Wesen, nur Kopf und Arme. Der Kopist setzte sich auf seinen Klappsessel, der vor dem Bild stand, und sagte, ich bin müde. Dann zog er eine Zigarette heraus und zündete sie an. Der Wärter hat den Saal ja schon geschlossen, sagte er, jetzt kann ich eine Zigarette rauchen. Also, beharrte ich, Sie haben mir gerade von jenem Sonntag erzählt, an dem Sie begannen, einen Rochen zu malen. Ach ja, sagte er, ich habe begonnen, den Rochen zu malen. Einerseits aus Spaß und andererseits, weil ich auf die Idee gekommen war, das Bild an ein Restaurant zu verkaufen. Hin und wieder verkaufe ich ein Fischbild an das Restaurant A Fortaleza. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Es ist ein Restaurant in Cascais. Und ich wollte gerade die Staffelei zusammenklappen, als genau in dem Augenblick ein Ausländer, der mir beim Arbeiten zugesehen hatte, auf mich zukam und mich auf Portugiesisch ansprach. Ich möchte Ihr Bild kaufen. Ich zahle in Dollar. Ich sah ihn an und zeigte, dieses Bild habe ich für das Restaurant A Fortaleza in Cascais gemalt. Tut mir leid. Tut mir ebenfalls leid, erwiderte er, aber dieses Bild haben Sie für meine Ranch in Texas gemalt.